wenn ein Patient stirbt, ob er an Covid-19 erkrankt ist und gestorben ist oder nur mit Covid-19. Dann kommen wir auf eine Infektionssterblichkeit von, haltet euch fest, 0, wie hoch ist die tatsächliche Dunkelziffer der Corona-Erkrankten und wie hoch ist die Mortalität, das heißt die Sterblichkeit der Patienten, die an Corona erkrankt sind. Eine Studie aus Heinsberg von Professor Streeck hat genau das untersucht. Ich werde euch hier in diesem Video diese Zahlen vorstellen. Mein Name ist Dr. Alavi. Normalerweise sprechen wir hier über plastische und ästhetische Chirurgie. In diesem Video erfahrt ihr aber die Details zu dieser Studie aus Heinsberg, in der wir uns genau die Zahlen anschauen werden, was Mortalität und die Dunkelziffer in Deutschland angeht und was das für euch bedeutet. Bleibt dabei, bis gleich. Nimmt man an, dass 15,5% infiziert sind, das heißt, die Prävalenz liegt bei 15,5%, und nehmen die Sterbefälle hinzu von 7 Patienten in dieser Gemeinde, dann kommen wir auf eine Sterblichkeitsrate von 0,358%. Ich möchte jetzt diese Zahl auf euch wirken lassen. 0,358% in der Gemeinde Gangelt im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg kam es nach einer Karnevalssitzung im Februar zu einem massiven Infektanstieg. Das Team um Professor Streeck hat genau diese Gemeinde ausgewählt, um Hochrechnung zu machen, wie stark die Infektionsrate innerhalb Deutschlands ist und wie gefährlich dieser Virus tatsächlich ist. Die Daten, die er jetzt geliefert hat, sind unglaublich und super interessant. Diese Studienuntersuchung hat er vor 3 Wochen, hat er vorläufige Ergebnisse hierzu geliefert. Diese wurden massiv kritisiert, weil die Studie noch nicht zu Ende geführt worden ist, und haben dahingehend methodische Fehler auch bemängelt. Die Daten dieser Studie, die jetzt Professor Streeck ausgewertet hat, hat er präsentiert. Und diese sind faszinierend. Ziel war das also, die Dunkelziffer und die Mortalität, das heißt die Sterblichkeitsrate der Covid-19 erkrankten Personen zu berechnen. Zwar ist die Publikation aktuell noch im sogenannten Review-Prozess, das heißt, es wird noch begutachtet von anderen Fachpersonen im gleichen Fachgebiet, dennoch sind die Zahlen und die Qualität der Studie sehr, sehr gut. Das Team um Professor Streeck hat dann in einer Feldstudie genau diese Gemeinde untersucht. In dieser repräsentativen Stichprobe haben sie 909 Personen aus 405 Haushalten untersucht. Bei diesen Patienten haben sie Rachenabstriche genommen und sowohl die Viren direkt nachgewiesen, als auch Blut abgenommen, um IgG und IgA Antikörper nachzuweisen. In dieser repräsentativen Studie waren ca. nur 33 Personen erkrankt. Das macht ca. 3% dieser Bevölkerungsgruppe aus. Weitere 22 Teilnehmer gaben an, dass sie schon auf diesem Virus positiv getestet wurden. Das ist eine Rate von 2,39%. Da bei der Untersuchung der Ausbruch schon seinen Höhepunkt erlebt hat, war bei ca. 3% der Test positiv und ca. 2,5% gaben an, dass sie bereits einen positiven Test gehabt haben. Der Antikörpertest fiel dabei viel häufiger positiv aus und das liegt daran, dass diese Antikörpertests nicht diese Genauigkeit haben wie das PCR-Verfahren. Dazu haben wir ein Video gemacht, was zu Corona-Masken und auch zu der Testung der Corona-Problematik das aufzeigt. Unter Berücksichtigung der Testgenauigkeit haben Professor Streeck und seine Mitarbeiter dann eine Infektionsrate von 15,5% angenommen. Das heißt, die Gruppe hat angenommen, 15,5% sind mit dem Virus infiziert. Das dürft ihr aber nicht verwechseln. 15,5% Virusinfektion bedeutet, dass der Virus nur nachgewiesen wurde, aber dass die Patienten symptomatisch werden, ist ein deutlicher Unterschied. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Bei weiteren Hochrechnungen, wenn man das korrigiert, diese Zahl, und auch die Patienten, die sich wahrscheinlich nicht gemeldet haben, mit einberechnet, kommen wir auf ca. 20% Infektionsrate innerhalb dieser Testgruppe. Das bedeutet, dass sich fast jeder Fünfte infiziert hat. Nimmt man an, dass 15,5% infiziert sind, das heißt, die Prävalenz liegt bei 15,5%. Und nehmen die Sterbefälle hinzu von 7 Patienten in dieser Gemeinde, dann kommen wir auf eine Sterblichkeitsrate von 0,358%. Ich möchte jetzt diese Zahl auf euch wirken lassen. 0,358% bei einer Infektprävalenz von 20%. Das heißt, jeder Fünfte infiziert sich und es sterben 0,358%. Nehmen wir bei einer Prävalenz von 15,5% die
gestorbenen Patienten, nämlich 7 Stück in Gangelt, hinzu und berechnet das ein, dann kommen wir auf eine Infektionssterblichkeit von, haltet euch fest, 0,358%. Nehmen wir jetzt noch das Sicherheitsintervall dazu, sind wir bei 0,29 bis 0,45%. Schaut euch diese Zahl an, 0,358%, das ist unglaublich. Ja, das ist überhaupt nicht im Verhältnis zu der Gefahr, die uns ständig präsentiert wird. Nehmen wir nun die Zahl der an Covid-19 erkrankten und dann auch so registrierten Sterbefälle von 6.700 Fällen in Deutschland. Dann würden wir in Hochrechnungen auf ca. 1,8 Millionen bereits infizierten Personen kommen. Das bedeutet, dass ein geringer Teil der Bevölkerung zwar infiziert ist, dass aber auch die Sterblichkeit extrem niedrig ist und dass die meisten Infektionsfälle asymptomatisch laufen. Was heißt das jetzt im Detail? Das heißt, dass die meisten Fälle asymptomatisch laufen und dass die meisten Patienten gar nicht erst erfasst werden und auch gar keine Testung brauchen. Das bedeutet, dass circa die Zahl der Infizierten in Deutschland fast 10-mal höher ist als bereits angegeben. Eine Sache müsst ihr jedoch bei diesen Untersuchungen und auch bei den Sterbezahlen berücksichtigen, dass ein Todesfall falsch registriert wird bisher. Das heißt, es wird nicht genau differenziert, wenn ein Patient stirbt, ob er an Covid-19 erkrankt ist und gestorben ist oder nur mit Covid-19. Dazu möchte ich auf die Videos von Professor Bachti, einem Virologen und einem Universitätsprofessor in dieser Richtung, verweisen. Also legt man der Zahl der jetzt bereits registriert gestorbenen Covid-19-Fälle diese Zahlen zugrunde und rechnet die hoch, also sind wir bei 6.700 Covid-19-Verstorbenen, dann kämen wir auf eine Dunkelziffer von 1,8 Millionen Patienten, die die Infektion mit Covid-19 haben. Das wären demnach 2,2% der gesamten Bevölkerung. Und diese Zahlen sind noch nicht mal bereinigt. Das heißt, wie kann es kommen, dass in Italien oder anderen Ländern solch hohe Infektionssterblichkeiten aufgewiesen werden? Das ist ein ganz einfacher Punkt. Ich möchte diesen Satz herausheben. Die an Covid-19 verstorbenen Patienten wurden nicht differenziert zwischen nur mit Covid-19 verstorben oder an Covid-19 verstorben. Das ist ein statistisch signifikanter Unterschied, dass man sagt, dass ein Patient diesen Virus nur nachgewiesen hat oder aufgrund der Infektion und der Symptome, die daraufhin entstanden sind, dann verstorben ist. Das wird in Italien zum Beispiel, wo diese Sterblichkeitsraten deutlich höher sind und bei fast 9-10% liegen, überhaupt nicht berücksichtigt. Trotzdem ist die Sterblichkeit, also die Infektionssterblichkeit, nicht so hoch, wie sie dort angegeben wird. Das hat sicherlich politische Gründe, dass dort die Zahlen so hoch angegeben werden. Zentral wichtig für Deutschland ist also, wir haben eine wahrscheinlich viel höhere Infektionsdurchseuchung in der Gesellschaft und eine sehr, sehr niedrige Mortalität, das heißt Sterblichkeitsrate, also eine Infektionssterblichkeitsrate, die wahrscheinlich viel geringer ist, als bereits angegeben wurde. In der Summe würde das aber bedeuten, dass wahrscheinlich der Virus gar nicht diese Gefährlichkeit hat und dass viel mehr Leute daran erkrankt sind, als wir annehmen. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich bin sehr über eure Meinung gespannt. Was denkt ihr über die Heinsberg-Studie? Klar, man muss die Zahlen natürlich noch vorsichtig betrachten, weil der Review-Prozess noch nicht durch ist. Dennoch ist natürlich bei dieser besonderen Wichtigkeit dieser Studie natürlich auch zu berücksichtigen, dass dort die Forscher rund um Professor Streeck sich die besten Gedanken und Mühen gemacht haben, dort eine qualitativ hochwertige Studie zu produzieren. Ich freue mich, wenn ihr euch auch weitere Videos anseht in anderen Themenbereichen. Mein Name ist Dr. Alavi und wir sehen uns zum nächsten Video.